Schönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ich klopp auf den Pott und es hat ein Update gegeben. Jawohl. Unter anderem ist jetzt auch möglich, sich hinzuhocken. Ja, das Bitten und Betteln wurde erhört. Unter anderem gibt es jetzt auch Sammelgegenstände zu finden in den Schiffen, die dann hier wohl irgendwo hingestellt werden. In unser geiles Büro. Na? Also wahrscheinlich hier. Ne? Hier oder den Tisch kenne ich auch noch nicht. Oder war der vorher schon da und ich war signifikant blind unterwegs, wie immer eben, ne? Ja, die Uhrzeit haben sie immer noch nicht geändert, also die Batterie haben sie da noch nicht getauscht. Und es soll neue Fische gibt es auch, neue Schiffe geben. Angeblich. Schauen wir mal ganz kurz durch hier. Slippery Herring, gab es die schon? Ich weiß gerade nicht. Die kommt mir gerade neu vor. Die Heavy Mermaid, auch nicht schlecht. Ja, gibt es denn jetzt, ich glaube, Multi-Voiti? Die ist auch neu, oder? Die sagt mir jetzt auch nichts. Okay. Haufen Ressourcen. Und es soll neue Auftraggeber wohl geben. Aber gut, wir sind ja aktuell sowieso noch dran, mit unserem alten Schiffchen hier ein bisschen am Buhle zu machen. Los, Abflug jetzt. Viel Spaß auf dem Kahn, sage ich da nur. Ja, wir haben hier in der letzten Folge einiges abgerissen hier. Ja, in den letzten Folgen sind auch schon eine Weile her. Und der Kran kann jetzt auch abgegradet werden, wohl angeblich. Haben die gesagt. Der kann jetzt wohl Kisten aufsammeln oder irgend sowas war doch da. Warte mal, wir gehen mal rüber gucken bei dem da, der die Upgrades für uns hat. Der wird uns das ja wahrscheinlich schon sagen, ne? Unser Kollege hier. Genau, Sortierplatz, da war wohl irgendwas neu dazugekommen, dass man das bei 10% abbrechen kann oder irgendwie so ein Scheiß. So, du bist erstmal nicht aktuell. Wir müssen hier zu dem Kollegen gehen hier. Guten Tag. Hast du hier was Neues rumliegen? Zufällig? Nö, ne? So. Ja, richtig. Hammerentwürfe ist klar. Das ist der Hammer, Lötlampe, sei. Ach hier, Kran. Siehst du? Und da haben wir es schon. Geschwindigkeit. Also der macht das dann schneller. Und wir kaufen das mal. Und keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Ob wir das auch direkt nutzen können. Guten Tag. Mobile Ladung. Mobile Ladung kann bereits auf Schiffen platziert, gefunden und in der Schmiede gekauft werden, um sie selbst zu platzieren. Du kannst Gegenstände in die mobile Ladung fallen lassen und sie mit einem Kran einsammeln. Ach, das ist ja toll. Das ist ja toll. Komm, wir nehmen mal zwei mit. Sprengstoffe brauchen wir erstmal nicht. Und hier können wir eh noch nichts machen. Ja, ich grüße dich auch. Mobile Ladung, wo finden wir denn die jetzt? Schauen wir mal ins Wiki. Mobile Ladung. Das ist soweit klar. Kauf von Schiffen, Aufträge ist auch klar. Scan-Modus, Gefahr durch Kabel ist auch klar. Hatten wir nie. Werkstatt, Wind, Seil, Sprengstoffe, Tortenmenü. Le Torte. Kann man natürlich auch machen, ne? Sammlerstücke, die sind dazugekommen. Auf jedem Schiff findest du ein verstecktes Objekt, das eine interessante Geschichte erzählt. So, nachdem du es eingesammelt hast, wird es in deiner Hütte platziert und du kannst dich jederzeit an es herantasten und dich an die Geschichte erinnern. Ist das süß. Mobile Ladung, hier haben wir es. Ach so, funktioniert es also. Ah, das ist ja cool. Da kannst du das ja direkt voll mopsen. Die mobile Ladung ermöglicht dir, die zerstörten Schiffsteile effizienter zu entsorgen, ohne den Schutt auf den LKW werfen zu müssen. Du kannst sie auf verschiedenen Schiffen finden oder sie in der Werkstatt kaufen. Um die gekaufte Fracht zu platzieren, musst du dein Walkie-Talkie auf einen freien Platz des Schiffes benutzen. Ach, ist das toll. Wo war denn hier eigentlich dieses komische Menü hier? Wartet mal kurz. Steuerelemente, ich muss nochmal eben was schauen. Werkseinstellung gerade. Warte mal. Das haben wir jetzt hier nicht, ne? Dieses Rad, weißt du? Wisse. Alternative Nutzung, schnell werfen. Sprint, hinhocken, Lastwagen, Horn, Radio, Lichter, alles schön, alles cool, alles toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Taschenlampe, Scanner, Müll. Ja, falls euch da gerade einfällt, wo dieses Rad war. Mit Wesig nehme ich gerade nicht. Geht hier gerade mal ein bisschen was durch. Nö, das ist Greifen. Das sind die Aufträge. Taschenschlampe. Nö, weiß ich gerade nicht.
An dem Punkt? Ah. Ja, aber mobile Ladung ist ja alles schön und gut. Naja, wir werden uns hier schon irgendwie durchwurschteln, Leute. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwann mal klappt. So, Leute. Komm, rein mal bei den ganzen Quatsch hier ein. Achso, das konnten wir ja wieder nicht. Es ist doch nicht... Warum soll ich denn das herunterdrücken? Es gibt nichts. Die machen einen alle wahnsinnig. Naja. Bau wie Funzel. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Wo ist denn das? Das ist neu. Ah, sehr cool. Was auch immer das war. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ich würde sagen, wir gehen wieder hoch. Und ja, es hat jetzt ein paar Tage keine Folge gegeben, denn ich bin aktuell ein bisschen beschäftigt. Mit vielen, vielen tausend Sachen. Was ist denn das hier? Und von daher kann da jetzt nicht jeden zweiten Tag eine Folge kommen. Das funktioniert gerade aktuell überhaupt nicht. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. So, aber müssen wir denn hier hin, sag mal? Das Ding können wir doch eigentlich auch mal abreißen hier komplett, oder? Ich meine mal so richtig. Mal hier, hier. Ah. So, jetzt. Gib das her. Rein in meine Tasche. Aber hier ist ja jetzt nichts Wichtiges drin, oder? Sag doch mal ganz ehrlich. Sammelgegenstand haben wir auch aktuell hier nicht rumliegen. Da können wir noch den ganzen Wumms hier eigentlich komplett in sich einkrachen lassen. Denke ich mal drüber nach. Ja, und ich habe die Kommentare gelesen, dass ich mich ja nicht wundern brauche, wenn ich Dinge abreiße, dass ich da nicht mehr rankomme. Habt ihr natürlich recht, ne? Ich beherrsche das Chaos. So, mobile Ladung. Die hatte ich doch gekauft, ne? Nee, da kannst du nichts mitmachen. Ja. Liebe mobile Ladung, wenn ich irgendwie an dieses Rad rankommen würde. Ich habe keine Ahnung, ich drücke gerade alles durch hier. Ah, ich weiß es nicht mehr. Lift ist es auch nicht. Gut drücken hat nicht viel Sinn. Nein. Ich kann es noch 100 Mal rumschmeißen. Na, ist egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber lass uns mal eben den Quatsch hier ausleeren. Okay, muss ich das jetzt selbst zielen? Ehrlich? Aha. Okay. Ja, wenn ihr das so wollt, dann machen wir das so. Aber ich finde es halt ein bisschen... Naja, ein bisschen komisch. So, ich würde sagen, wir reißen hier einfach mal alles ab, was es jetzt hier aktuell gibt. Den einzigen Übergang, den ich hier habe zur Brücke, den reiße ich mir jetzt weg. Einfach, weil ich es kann. So, ja damit. Gib es mir in meine Tasche. Und es soll wohl neue Animationen gegeben haben, haben die gesagt. Haben die gesagt, ja. Warte mal. Ach, hier. So, aber jetzt, ne? Herrlich. So schön, so schön, so schön. So, da werden wir hier einfach schon mal alles... Oder warte mal, wir machen das mal so. Schon mal in weiser Voraussicht. Ja, Animation, ich weiß nicht. Vielleicht entdecken wir mal welche heute. Die angeblich neu sein sollen. Den können wir auch noch weg hier. So, den auch noch. Da müssten wir es doch schon haben. Herrlich. Da würde ich sagen, da gehen wir jetzt einfach ganz runter. Schwupp. Oh. War ja ein Fake. Genau, und hacken hier einfach jetzt alles weg, bis der ganze Scheiß zusammenbricht. Das machen wir. Haben wir hier hinten schon mal zumindest einen großen Platz für uns. Für all die tollen Dinge, die wir hier haben werden. Mobile Ladung, ja, ist natürlich geil. Und wie man sie einsetzt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das finden wir schon noch irgendwie zusammen raus. So, kommen wir weg hier. Ich nehme mal auch gleich mit weg. So. Kriegen wir schon hin. Den ganzen Tönnes hier.
Wunderbar. So, da drüben haben wir noch eins. Hallo. Ja, mobile Ladung. Guck dann gleich nochmal ins Menü, ob man die irgendwo extra auswählen kann. Weil ich dachte, die sind jetzt da drüben mit drin, aber sind sie offensichtlich nicht. In dem links, rechts unten. Boah, das ist aber hell hier, Leute. Es ist hell bei uns. Draußen liegt der Schnee bei uns. Wie sieht's bei euch aus? Auch alles voller Schnee. Ist ja schlimm. Seid ihr mehr Winter- oder Sommertypen? Ich bin ja eigentlich mehr der Wintertyp. Wenn es mir nicht gerade auf den Keks geht. Weil im Winter, weißt du, kannst du ein bisschen was anziehen, alles gut, dann wird es dir wieder warm. Aber im Sommer kannst du ja nicht ausziehen und ausziehen und ausziehen, bis du nichts mehr hast. Oh, was ist denn hier los? Nehmen Sie es mal bitte weg hier. Was ist denn hier los? Da unten geht es ja auch weiter. Hey. Okidoki. Ach, hier sind wir. Okay. Ist ja auch nicht schlecht. Komm mal dran, komm mal dran. Ja. Na, aber wir wollen erstmal nur das große Stück hier wegnehmen. Das chaotische Stück. Dann nehmen wir das noch mit. Das auch noch ein bisschen, so. So. Achso, ich wollte ja irgendwie versuchen, da ranzukommen, aber ich glaube, da komme ich nicht ran, ne? Na, komm, wir nehmen einfach mal alles weg, was es hier gibt. Ich habe meine Kopfhörer und bin nicht richtig drin. Sehr gut. So. Ich nicht ran, oder? Komm, sei nicht so. Doch. Nee, er will nicht. Warum willst du nicht? Bin schon wieder voll. Schon wieder voll. Gibt es denn hier für mich eigentlich keine Möglichkeit? Doch schon, oder? Nee, gibt es nicht. Müsste ich den LKW umparken. Naja. Ein bisschen auf die andere Seite, aber dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass der dann genau wieder auf der anderen Seite braucht. So. Bisschen weg, den Tönnes. Na, hier. Bam, 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 bam. Na, das gibt ja hier wieder einen Nietenkraft. Übrigens, danke für den Kommentar. Irgendeiner hatte ja von euch mal gepostet. Ich glaube, die Schneekanone oder wer auch immer hat gepostet, wie viele Nieten es in diesem Spiel hier gibt. 1,2 Millionen. Ja. Wenn du jedes Paar Nieten mit mindestens 3 Schlägen wegknallen musst, da weißt du ja ungefähr, wie oft du hier hämmern musst. Da ist ja kein Wunder, dass man hier durchdreht. Ich sag's euch nur. Könnte man ja mal alle Hämmerschläge aneinander schneiden und dann einen Techno-Sound drunter legen. Weil hier wirst du ja irre, ne? Das ist ja, eigentlich ist das ja schon Folter. Folter am Gamer. Ich sag's nur. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen. Komm mal hier und komm mal da. Ja, nehmen wir das alles weg und dann lassen wir alles runterkrachen. Sofern es denn kracht, ne? Ich mag's, wenn's kracht. Das sieht gut aus. Haben wir denn hier noch mehr so ein Gewümmel und Gewümmel? Kommen wir aktuell nicht ran. Da ist noch einer versteckt. Und ich glaube, hier hinten gab's ja nichts mehr drin, oder? Und das sieht so versteckt aus, ne? Ah ne, das geht ja hier rum. So, ich würde sagen, wir hauen da mal drauf. Bom. Oh. Da hätte jetzt ruhig noch ein bisschen mehr fallen können. Also, wenn es nach mir gegangen wäre. So, ich fahr mal den LKW hier rüber. Ich glaube, das ist cooler. Mal rüber mit dir. Zack. Ah, rein in die Karre. Komm, fühl dich durch, Junge, fühl dich durch. Ja, ja, ja. Wo komm ich hier hin? Hier stehst du doch super. Ich sage dir.
Das war einer zu wenig. Einer zu wenig. Boah, manchmal ist es echt... Das sollten sie fixen, weißt du? Nicht irgendeinen Quatsch machen. Links sind jetzt hier nochmal... Ach, hier geht's ja auch durch. Oh. So. Wenn wir hier mal alles schön einsammeln, Leute. Wie sich das gehört. Zack. Ja, wenn wir jetzt den ganzen anderen Wumms hier unten durchsägen, einfach ganz brav, dann müsste doch der Rest von alleine kommen. Zack. Jetzt mal so gedacht. Ja, ja, ist klar. Zack. So. Ich sag's euch. Da ist ja schon ein bisschen mehr gekommen. Das nehmen wir auch noch mit. Ich auch noch. Du darfst, eigentlich darfst du auch mit, aber du willst noch nicht, okay? Du willst nicht und die Hochzeit war so teuer. So. Ja, da können wir uns doch hier durchflöten. Aber hier muss ich aufpassen, hier werde ich wahrscheinlich dann gleich runterkrachen. In weiser Voraussicht. So. So, so. Nicht trag zu viel. Welch ein Wunder. Zack. Nehmen wir mal lieber die Platten hier weg. Ah, nö, ich kann hier noch treten, siehst du? Siehst du, habe ich da alles richtig gemacht. Ist doch alles super. Ja, das nehmen wir auch noch weg. Schawupp. Schawuppel und Schawübbel. So, aber jetzt haben wir alles offiziell, ne? Das sieht doch fast gut aus. Den haben wir noch. Also. Es hat nur ein Thema. Einen hat das gehangen, glaubst du das? Ja, und wieder einmal überrascht hier einen das Spiel. Na, das wird doch jetzt eine Sammelorgie hier. Herrlich, Leute, herrlich. Wieder ein großes Stück vom Kuchen abgeschnitten. Ja, komm, komm. 150, 174, komm, das reicht ja schon. Es ist ja schon genug. Na, herrlich. Der Rest müsste doch dann eigentlich auch von unten kommen, ne? Man dann einfach unten den Boden wegnimmt. Na, schauen wir mal. Wir versenken den Kahn schon. Bup. 31 Tonnen. Aber da geht noch viel, viel mehr drauf. Ihr habt mich da schon hingehend informiert. Da passen hunderttausende Tonnen drauf. Oder jetzt verarsche. Kommt mit in meine Tasche. Hallo. Oh. So, kennt ihr noch andere so Simulationen, wo man irgendwas abreißen muss? Die auch eine gute Bewertung haben, ne? Die auch Spaß machen. Wo Dinge explodieren. Warte mal. Ja, jawohl. Na komm, na komm. Und schon wieder voll. Am besten, wo man nur Sprengstoff anbringen muss und dann zünden. Das wäre so mein Ding. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Da sind wir doch schon wieder durch hier. Glaube ich. Ja, gut aus. Das sieht doch nicht schlecht aus. Da brauchen wir ja auch die Brücke jetzt hier nicht abbauen. Das ist alles gut. Das wird nachher von unten alles entsorgt. Und wir hacken einfach mal hier ein bisschen rum. Wir machen mal einfach ein bisschen. Einfach ein bisschen Quatsch machen. Ich meine, wir sind ja hier keine professionellen Abwracker. Wir sind ja, ne, Hobbyflexer. Und das soll ja auch nicht ins Wissenschaftliche ausarten hier. Sondern wir wollen da einfach nur ein bisschen Spaß haben. So sieht's doch aus, Leute.
So. Oh, da war schon. Ja, und irgendwie müssen wir ja auch an diesen blöden Schornstein rankommen, ne? Da war ja auch irgendwas. Da bin ich ja letztens von innen nicht rangekommen. Und irgendeiner hatte da auch was kommentiert. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Weil die Folgen kommen natürlich erst Tage, nachdem ich die eigentlich aufgenommen habe. Und da sind die eigentlich schon wieder raus aus meinem Kopf. Aber trotzdem liest man sich ja die Kommentare durch, ne? Denkt man sich, okay, vielleicht hat er recht, der gerade schimpft. So. Oh, pass mal auf. Der Schornstein ist ja hier drüber, ne? Wie kommt man denn an den so richtig ran? Weil ich glaube, der ist ja, war ja innen auch noch irgendwie genietet, ne? Ihr erinnert euch grob. Und ich glaube, der ist noch irgendwie mit der Zwischendecke verdengelt hier. Schauen wir mal. Wenn nicht, naja. Ist es halt schade drum, ne? Hier, du auch noch. Du darfst auch noch mitkommen. Komm. Und dabei die Fische hier. Zack, zack. Oh. Na, das wird ja noch ein Spaß hier. Da oben war irgendwo eine Palette, da muss ich aufpassen. Irgendwo war da eine. Dass ich die rette irgendwie. Oder ich habe sie schon zerstört. Ich habe keine Ahnung. Gehen da nochmal gucken. Es nützt ja nichts. Wo ich hier irgendwo drauf haue, wisst ihr? Oh. Da darfst du auch noch mitkommen. Irgendwo war die doch. Oder war die weiter unten? Nee, hier ist sie doch. Hier ist sie doch, Mensch. Hier ist sie doch. Müssen die, irgendwie müssen wir die retten. Rette sich, wer kann. So, pass mal auf. Uiuiui. Alter Schwede. Ist er toll? Habe ich den jetzt zerstört? Nee, den habe ich noch nicht zerstört. Siehst du mal. Die Palette ist auch noch da. Also Leute, nicht beschweren. Alles gut. Hier wird nachher irgendwann nur noch ein altes Stahlgerüst dastehen. Danke für die Speicherung, liebes Spiel. Komm, nimm mit. Oh. Es wird immer luftiger hier, wir sehen immer mehr. Zack. No, manchmal, ne, manchmal. Dann ist ja schön, dass die patchen und updaten und updaten und patchen und. Genau das meine ich, da ist, die sind doch da noch verkeilt. Aber so kleine Sachen wie, heb das auf, wenn du drauf guckst, nee, geht nicht, ne? Das manchmal ist komisch. Manchmal ist es komisch. So, wie kommen wir jetzt an diesen Bums ran hier? Ich werde das ja vermutlich... Oh, ist klar. Ich habe nichts gesagt. So. Ich habe auch nichts gesagt, Leute. Ist doch alles gut. So, jetzt komm. Das ist dann quasi der Rudi 2.0 da oben, wenn man den abgedatet hat, ne? Hui. Schau mal einer an. Das wird diese Woche noch, oder? Ich frage für einen Freund. Ist das schön. Na, ist doch gut. Gibt es denn eigentlich eine Kranwarteschlange? Der Kran ist jetzt im Einsatz. Element in der Warteschlange. Ach, schau, schau, schau. Na, da staunt's nicht schlecht jetzt, ne? Also hat er auch eine Warteschlange. Das ist gut. Sag mal, diese Dinger da oben sind auch nicht durchs Neuladen verschwunden, also... Ich bin gespannt. So, zeig mal her, was du da alles Schönes kannst jetzt. 500 Kilo Eisen, da ist er auch schön. Der müsste jetzt theoretisch weiterfahren. Hat er ja vorher, glaube ich, nicht gemacht, ne? Da hat er ja nur gesagt, der Kran ist beschäftigt oder irgend so ein Käse. Der hat doch ein neues Führerhäuschen bekommen. Aber mit Sicherheit.
Der hat ja jetzt da oben eine Luxuskabine mit Einbauküche und allem drum und dran. Ich will da hoch. Will als Kranfahrer arbeiten in Zukunft. Komme ich da jetzt hoch? Nö, da komme ich nicht hoch. Hast du sehr gut gemacht, Ingo. Herrlich. Oh, da fällt gleich was runter. Und tschüss. Und wenn du da jetzt drunter stehst, dong. Da hörst du die Glocken von Rom, Luisa. So. Weiter jetzt, ja. Guten Tag. Kriegen das Ding schon irgendwie raus hier? Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Ich schwör. Mal Lampe an, dass ihr was seht hier. Videos tue ich tatsächlich nicht so hochgradig rendern wie die Shooter zum Beispiel. Also Generation Zero, Far Cry und so weiter und so fort. Die mache ich tatsächlich nur im Standardformat. Hallo. Mit wenigen Kilobits. Ich will da rankommen. Hallo. Das ist eine miese Geschichte hier. Das ist doch eine miese Geschichte. Ich will aber jetzt... Auch das müsst ihr halten, ne? Jetzt mal nur rein. Komm. Na, ist doch herrlich. So läuft der Lachs. Zack, weg damit. Okay. Du kannst mal dahin kommen und da könnten wir doch eigentlich schon fast die Palette retten. Wenn ich denn... Oh, jetzt kriege ich auch einen Schluck auf. Wenn ich denn da irgendwie rankomme. Ich habe einen Schluck auf. Sehr gut. So liebe ich das. 177 schon wieder. Zack, weg damit. So. Ich komme noch nicht ran. Nee. Das hat einfach den geilen Grund, dass ich hier oben... Lass mich doch mal dir nicht verarschen. Ja, damit. Jetzt kommen wir nämlich auch hier hoch. Na, das habe ich doch gepickt eingeschickt. Hatte ich auch noch mit. Licht. Und schon ist der Weg frei. Oh, Weg ist frei, Leute. Jawohl, Ingo, leg los. Ingo, lege los, mein Freund. Na, das lichtet sich aber jetzt ganz schön mächtig gewaltig, Egon. Zack. Dubi, 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 du, dubi, du. Dann gehen wir nochmal die Räume innen ab, ob da auch wirklich alles weg ist. Ach, schau mal an, wir haben irgendwo 4 Kilo Aluminium gefunden. Wo auch immer. Tschüssi. Sehr gut. Nehmen wir zumindest mal die Etage nochmal ab hier. Dass wir auch wirklich nichts übersehen haben. Der Bums knallt doch runter, oder? Der knallt doch freiwillig runter. Freiwilliger Basis. Herrlich. Ich sag euch, das ist das Schönste überhaupt. Oh. Sehr gut. Dankeschön. Röhrchen. Mmh. Oh, Kupfer, Aluminium. Uns fehlen noch 13 Gramm Aluminium. Ich flipp aus. 13 Kilo. Sie müssen das Teil erst runterdrücken. Du bist so gut. Du bist so gut. Ach, jetzt. Okay. So viel dazu. Kommen wir da schon ran? Ajo. Herrlich. So, und du wirst natürlich geflext, ne? Du möchtest wieder eine Sonderbehandlung erfahren. Selbstverständlich. Man sollte immer an Gasleitungen flexen, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Rein damit. Rin damit und ab dafür. So, den Bums noch aufheben, Leute. Und in der nächsten Folge, da wird wieder genietet, dass sich die Balken biegen hier. Ich sag's euch. Von innen, von außen, von oben, von... Ach, von außen komme ich gar nicht ran. Irgendwie. Also es wird auf jeden Fall jetzt hier genietet, dass, ne,
Da träumt der Weihnachtsmann von, ich sag's euch. Kommentieren, abonnieren, diskutieren. Macht doch alles, was ihr wollt. Ihr wisst doch, wie es läuft, Leute. Was ist denn das hier? Bist denn du Lustiges? Hallo? Hallo? Ich liebe es. Ich liebe es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.